Also ich habe mich auch schockiert und ist auch schwer zu sagen, weil es niemand sowas plötzlich passiert und unglücklich, dass beim Dortmund passiert. Und aber das kann man für alle Vereine sagen und ich hoffe, dass Dortmund und Batra schnell wie möglich wieder alles gut ist und gute Besserung. Für alle Fußballvereine, das passieren kann, da möchten wir spielen. Also wegen da möchten wir spielen. Und wir sind auch eine Mannschaft, aber Fußball sind alle Familien und deswegen wir wollen auch für Dortmund oder für alle spielen. Erstmal, Derby ist für uns natürlich, aber für Fans und für alle ist ein ganz besonderes Spiel. Und jetzt sind wir also beide Mannschaften gut drauf, aber also ich würde sagen, das kommt auch ganz anderes Spiel, so, nicht so wie Hoffenheim. Es ist noch emotionaler und aggressiver und wir sind bereit und wir sind heiß auf Derby. Wir hoffen, dass dieses Mal so ein bisschen alle im Kopf haben, solche Geschichte, so wie gestern passiert ist. Und, aber trotzdem ist das ein Derby und wir wollen auch nicht da irgendwie ein bisschen nachlassen oder so. Wir wollen genauso gleiche Intensität, so wie letzte Woche drangehen und wir wollen auch da dort was holen. Bremen hat auch diese Zeit viele Punkte geholt, so wie uns. Und ich sehe, bei ihnen ist Konter stark und sie spielen auch Konter ganz sauber durch und daraus haben sie auch viele Torchancen und Tor gemacht und da sind sie gefährlich und wir wollen da aufpassen.